Die Preise für Lebensmittel werden immer teurer. Für viele Menschen ist das ein großes Problem. In Tafelläden, in denen es Lebensmittel für einen günstigeren Preis gibt, ist die Nachfrage hoch. Hier dürfen aber nur Menschen mit einem niedrigen Einkommen einkaufen, sowie seit dem Krieg in der Ukraine auch Flüchtlinge. Der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck wollte sich über die aktuelle Situation in den Tafelläden informieren und besuchte deswegen am Dienstag die Reutlinger Tafel. Noch hat der Tafelladen in Reutlingen geschlossen, aber trotzdem warten schon Dutzende Menschen darauf, dass sich hier endlich die Türen öffnen. Mehrere sind schon seit 2 bis 3 Stunden hier. Dann ist es soweit, es ist 10 Uhr und die ersten Leute dürfen eintreten. Jeder will als erstes einkaufen, denn die Waren sind begrenzt. Über die Reihenfolge entscheidet das Los. Also wir haben ein Einlasssystem mit Nummern. Da haben wir Nummern von 1 bis 50, die werden gemischelt. Und dann ist durch Zufallsprinzip praktisch, wer welche Nummer bekommt. Die Kunden hoffen natürlich, wenn sie vorne in der Schlange stehen, dass sie eine niedere Nummer bekommen und möglichst früh einkaufen dürfen. In der Hoffnung, dass sie dann auch von der wenigen Ware, die da ist, was abbekommen. Wir haben zum Beispiel, heute haben wir glaube ich 3 Päckchen Kaffee. Das ist natürlich nach den ersten 3 Kunden ist der Kaffee weg. Pro Tag gibt es hier aber 100 bis 130 Kunden. 80% von ihnen kommen aus der Ukraine. Laut Tafelleiterin Braun gäbe es 2 Gründe für den Mangel an Lebensmitteln. Erstens würden viele Supermärkte ihre Waren, die sie spenden, direkt in die Ukraine schicken und nicht mehr zur Tafel. Zweitens werden die Supermärkte dazu angehalten, grundsätzlich weniger Waren zu bestellen, damit am Ende des Tages weniger aussortiert werden muss. Dadurch kommen bei der Reutlinger Tafel nicht mehr so viele Lebensmittel an wie früher. Wenn man hier ganz früh reinkommt, ist das Angebot ziemlich gut. Wenn man später, zum Beispiel am Nachmittag, einkauft, ja, da sind nur wenige Waren vorhanden. Praktisch kein Fleisch oder keine Wurst, auch Milchprodukte sind nicht immer hier. Irena Dobre stammt aus der Ukraine und geht schon seit mehreren Monaten zur Tafel. Sie ist Deutschlehrerin und gibt das Geld, das sie durch die Tafel spart, am liebsten für einen Freibadbesuch mit ihren Kindern aus, erzählt sie Oberbürgermeister Thomas Keck. Auch er zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Ehrenamtlichen und möchte die Tafel unterstützen. Finanziell werden wir es nicht können, weil die Stadt Reutlingen selber in Finanznot ist. Das werden wir nicht tun können. Wir werden versuchen, logistisch was zu tun. Die Leute müssen hier vielfach stehen, zum Teil sehr lange, bis sie reingelassen werden, drankommen. Mal gucken, was an Sitzmöbeln machbar ist, an Bänken. Hier oder auch hier der Hof. Hier gibt es Löcher im Asphalt und ein eingebrochener Schacht, sehe ich da vorne. Ist eine Falle, das ist nicht ganz ungefährlich. Da werden wir versuchen zu stützen und was zu tun. Keck sieht die Verantwortung aber nicht nur bei der Stadt oder auf der regionalen Ebene. Auch die Bundesregierung soll handeln. Sie sollte dringend auch Grundnahrungsmittel subventionieren. Die Mehrwertsteuer weg für Brot, für Milch, für Eier, für Butter. Das, was für Obst insbesondere auch, das, was der Mensch zum Leben braucht, elementare Grundnahrungsmittel, die gehören vielleicht sogar nicht nur steuerbefreit, sondern sogar subventioniert. Da erwarte ich eigentlich von der Bundesregierung, dass sie tätig wird. Die Reutlinger Tafel freut sich momentan über jeden Ehrenamtlichen und jede Lebensmittelspende. Wie Sie die Tafel unterstützen können, erfahren Sie auf der Homepage vom Tafelladen.